Leute, ihr seid genauso wie ich auf der Suche nach den perfekten Aim-Settings für euren Controller, dann seid ihr bei mir genau richtig. Ich habe in den letzten Tagen jetzt extrem viele Settings durchprobiert. Es sind nicht meine eigenen, die ich euch hier präsentiere. Ich habe sie mir angeeignet. Ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr viele Settings aus dem Internet über YouTube gesucht, gefunden, getestet und bin final auf ein Video gestoßen, was mir die perfekten Settings für mich beschert hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich euch jetzt schon mal sage, was das Blickfeld, die Field of View mit eurem Aim macht, wie stark der Impact ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das werde ich euch gleich vormachen und denselben Effekt habe ich vor einiger Zeit schon in Apex Legends gehabt. Denn je höher es eingestellt ist, ich verrate nicht zu viel, wir kommen gleich drauf. Es sind auf jeden Fall die ersten Einstellungen, die ich euch zeige. Noch ein paar einleitende Worte einfach von mir. Ich habe früher sehr viel COD gezockt und ich habe an diesen ganzen Settings, Aim-Settings, Empfindlichkeit nie was verstellt. Ich kam sofort klar, es hat sich sofort gut angefühlt. Jetzt startest du X-Defiant, dominierst die ein oder andere Runde, bist gut auf dem Gegner und der eine oder andere Gegner hat aber richtig gutes Movement. Und dir fällt es extrem schwer, auf dem Gegner zu bleiben. Und selbst wenn das Movement nicht ganz so gut ist, dir fällt es manchmal schwer, entweder hinterherzukommen oder du überpacest mit dem Aim und triffst den Gegner einfach nicht richtig. Auch wenn du zwischen Zielen hin und her switcht. Mit den Settings, die ich habe, ist das extrem geiles COD-Feeling. Und jeder, der auf der Suche nach guten Settings ist, sollte auf jeden Fall das Video einmal komplett schauen. Ganz wichtig aber, fotografiert euch unbedingt eure Settings, wenn ihr nicht schon irgendwas verstellt haben solltet. Also anders. Habt ihr schon mal was verstellt, was für euch relativ gut funktioniert und ihr wollt das testen, fotografiert es vorher ab. Habt ihr die Standardeinstellung, ist es ja Hupe, müsst ihr nichts abfotografieren, dann könnt ihr auf Standard zurücksetzen, alles ist gut. Ansonsten fotografiert euch das einfach einmal ab, weil es sind einige Einstellungen, die man hier machen kann, bevor ihr dann vergesst, wie das vorher war und ihr merkt, Mensch, das funktioniert für euch nicht. Könnt ihr das so nochmal nachgucken, was ihr eigentlich verstellt habt. So, Field of View, meiner Meinung nach jetzt schon die wichtigste Einstellung. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Meine Vermutung, der Aim Assist wirkt stärker, je höher die Field of View eingestellt ist. Das zeige ich euch einmal ganz kurz, was ich meine. Gleich der erste Reiter. Zieht euch einfach mal rein. 60er Blickfeld, 100er Blickfeld. Ich muss euch jetzt nicht erklären, dass ihr hier auf einmal eine Telefonzelle seht, die ich auf der niedrigsten Einstellung auf einmal nicht mehr sehe. Das ist einfach erstmal der Fakt. Du siehst mehr, du siehst Gegner links, rechts, über dir oder so, die du sonst vielleicht nicht sehen würdest. Und jetzt ist aber der besondere Effekt, wenn ihr das jetzt so niedrig wie möglich stellt, denkt ihr euch, Mensch, ich sehe die Gegner aber besser und größer. Es kommt euch aber so vor, das kommt nicht nur oder kommt euch nicht nur so vor, sondern es ist tatsächlich ein Fakt. Im Endeffekt fühlt sich die Waffe an, als hättet ihr einen Dreifach-Scope oder so drauf, weil es deutlich schwieriger ist, ja auf dem Gegner zu bleiben. Wenn du jetzt hier den Aim Assist gut eingestellt hast, dann stoppt das über dem Gegner ein bisschen, aber es fühlt sich alles sehr schnell an. Und ich übertreibe nicht, wenn ich hier jetzt sage, ich versuche hier relativ gut schon das Aim zu kontrollieren auf 60. Ihr seht, wie sehr ich hier auf der Zielscheibe überpace und versuche hier krampfhaft im Gegner zu bleiben. Und es geht hin und her und dann versuchst du vielleicht hier mal noch ein paar Enemies zu switchen. Und es sieht alles sehr, sehr schwammig aus. Ich kann das hier auch nochmal vormachen. Da funktioniert das jetzt vielleicht zufällig mal ganz gut, wenn ich so ein bisschen hin und her strafe. Aber ansonsten wirkt das sehr, sehr schwammig und sehr, sehr drüber, als wäre meine Empfindlichkeit zu hoch eingestellt. Folgendes. Ich verdrücke mich hier ständig. Ich gehe hier ständig auf die Klassen. So, R3. Gameplay. Jetzt machen wir das einfach mal auf 90. Wir machen nicht gleich 120. Und schon fühlt sich das Ganze etwas kontrollierter an. Ich bleibe mal stehen, veräme hier und da doch ein bisschen. Die Waffe verzieht doch noch ein Stück nach rechts. Die ACR 6.8, übrigens eine der geilsten Waffen, wie ich finde, aktuell in dem Spiel. Und jetzt machen wir das Ganze. Erinnert euch hier, es zappelt alles ziemlich. Auch der Bildschirm wackelt ganz schön hin und her. Jetzt mache ich das schon wieder. Was ist denn nur los? Start R3. Und jetzt machen wir das auf 120. Die Gegner wirken kleiner. Keine Frage, du siehst die Gegner ein Stück weit schlechter, aber der Aim Assist wirkt sich dadurch stärker aus. Und guck mal, wie wenig
jetzt auf einmal der Bildschirm wackelt. Ich kann hier ohne Probleme die Gegner switchen und bin sofort drauf. Nicht immer, aber immer öfter. Magazin ein bisschen klein, um mir mal dauerhaft rumzurotzen. Zack, zack. Kannst du ganz easy auch mal ein paar Headshots verteilen. Also die Field of View ist auf jeden Fall schon mal... Oh, jetzt habe ich aber richtig verkackt. Das habt ihr gerade nicht gesehen. Ansonsten zack, drauf, drauf, drauf. Magazin alle, ganz toll. Drauf, sofort drauf. Es sitzt nicht jede Kugel, keine Frage. Ich bin jetzt auch nicht der perfekte Aimer. Das möchte ich auf jeden Fall mal klarstellen. Das wissen die meisten Zuschauer von mir auch. Das muss ich, glaube ich, keinem erklären. Es fühlt sich dennoch alles extrem smooth an und das Wackeln vom Bildschirm ist nicht so extrem. So, jetzt zeige ich euch, was noch alles eingestellt werden sollte, damit das alles gut harmoniert. Den Rest hier, Blickfeld beim Zielen und so weiter, das habe ich alles relativ auf Standard gelassen. Hier habe ich nicht wirklich viel verändert. Das hat jetzt auch alles nichts mehr groß mit Aiming zu tun. Viel wichtiger sind eigentlich die Controller-Einstellungen. Tastenbelegung würde ich übrigens auch jedem raten, weil es kommt manchmal vor, ihr ballert und seid so hektisch mit dem Analogstick, dass ihr manchmal mitten im Fight den Stick reindrückt und dann schlagt ihr zu, unterbrecht das Schießen. Deswegen würde ich euch zum Beispiel auch noch raten, nebenbei noch bemerkt, das auf Schläger zu stellen und so duckt ihr euch im Zweifel mit R3 oder bei der Xbox, keine Ahnung, der rechte Stick halt. Im Zweifel duckt ihr euch und schießt trotzdem weiter und boxt nicht aus Versehen zu und verkackst dadurch den Gunfight. Würde ich euch raten, ansonsten Stickbelegung Standard, Zielhilfe Standard. Stärke der Zielhilfe auf beiden 0. 0 ist der höchste Wert, so ist der Aim Assist auf Maximum. Wenn du den auf minus 10 stellst, ist er am geringsten oder wahrscheinlich ganz aus. Würde ich auf 0 lassen, jeder der Controller spielt und das auf minus 10 stellt, ist selber schuld. Meine Meinung, umgekehrte S-Kurve ist ein sehr gutes COD-Feeling, würde ich euch so raten zu lassen. Das erkläre ich euch jetzt nicht, was das alles bedeutet, könnt ihr sonst selber erlesen. Manches ist aber auch schwierig zu interpretieren, alles verstehe ich jetzt auch nicht perfekt. Horizontale und vertikale Empfindlichkeit aus der Hüfte würde ich relativ hoch machen, ist glaube ich, keine Ahnung was Standard ist, aber 55 würde ich machen. Du kannst dadurch dich schneller umsehen. Es ist sicherlich ein bisschen schwieriger aus der Hüfte den Gegner zu treffen, hinterherzukommen, weil du vielleicht überpaced, aber du kannst halt einfach, movement-technisch ist es sehr, sehr wichtig aus der Hüfte eine hohe Empfindlichkeit zu haben, um sich schneller umzudrehen. Und wenn der Wert zu niedrig ist, dann drehst du dich ganz langsam um und kannst so im Zweifel keinen Turn anmachen. Wenn dich jemand von hinten anschießt, der vielleicht nicht das perfekte Aim hat, dann drehst du dich ganz langsam um und hast keine Chance zu reagieren. Deswegen hier auch, tastet euch da ein bisschen ran. Ich hatte es auf 60, 60 ist auch okay. Alles, was drüber ist, ist vielleicht ein bisschen too much. Testet es einfach mal aus. Und ansonsten haben wir Controller, Empfindlichkeit, Zielen. Ohne Visier auf 0,8 und mit Visier auch auf 0,8. Würde ich erstmal so testen. Probiert es einfach mal aus, ob das für euch passt, ja oder nein. Dann tote Zone, linker, rechter Stick. Am interessantesten ist wahrscheinlich der rechte Stick, weil der am meisten belastet wird mitunter. Wenn ihr Stick trifft habt, also quasi euer Aim bewegt sich von alleine, wer nicht weiß, was Stick trifft ist, macht den Wert ein bisschen höher, dann reagiert der rechte Stick ein bisschen später. Das sollte man aber bedenken, aber damit könnt ihr den Stickdrift ein bisschen gegenwirken und es bewegt sich der Bildschirm nicht von alleine. Ansonsten, wenn ihr keine Probleme mit Stickdrift habt, vielleicht Controller mit Hall-Effekt-Sticks habt, dann habt ihr das Problem sowieso nicht. Dann würde ich den Wert so niedrig wie möglich machen. Dann haben wir den Beschleunigungsmultiplikator habe ich auf 1,45, XY-Achse habe ich aus und Controller-Vibration sowieso komplett aus, braucht kein Mensch. Gerade in Gunfights, der Gegner schießt zurück und dann überaimst du vielleicht. Das ist vielleicht ein minimaler Effekt, aber wer braucht Vibration am Controller, wenn du Aim- oder Shooter-Spiele spielst? Da nützt es nicht, wenn auf einmal der Controller extrem wackelt. Noch eine letzte Einstellung, die mit Aiming überhaupt nichts zu tun hat, aber das habe ich in einem meiner letzten Videos auch schon erwähnt. Sprache und Barriere, diese Flashbang. Man bekommt sie nicht ganz so oft ab, aber wenn du sie abbekommst, erschreckst du dich des Todes. Deswegen rate ich jedem, stellt den Blendgranateneffekt auf dunkel. Das ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Die ersten zwei, drei Male dachte ich wirklich, dass mein Monitor ausgegangen ist, weil der Bildschirm ist komplett schwarz. Du siehst nichts außer schwarz.
Aber lieber schwarz als weiß, weil gerade wenn alles dunkel ist, du hast nur deinen Bildschirm, dann knallt dir ein Weiß ins Gesicht, als wäre ein Blitz eingeschlagen. Das ist richtig hässlich. Deswegen macht's auf dunkel. Das ist eine persönliche Präferenz. Wer das in weiß geil findet, der lässt es halt auf weiß. Ich würde es auf dunkel stellen, weil es echt angenehmer ist, wenn du ein paar Stunden zockst und dann knallt dir auf einmal so ein Blitz in die Fresse. Das ist extrem unangenehm. Und damit würde ich behaupten, bin ich am Ziel angelangt. Wie gesagt, fotografiert euch eure Settings vorher ab. Gebt mir ein Feedback. Hat es euch was gebracht? Ja oder nein? Wie gesagt, ich habe für mich die perfekten COD-Settings gefunden. Und auch die Field of View möchte ich nochmal betonen. Je weiter weg der Gegner scheint und je höher der Wert ist, desto besser arbeitet der Aim Assist. Und diesen Effekt habe ich damals bei Apex Legends auch schon mitbekommen. Aber bei Apex Legends ist es so, es ist nun mal ein Battle Royale und da fightest du ganz oft auch auf hohe Distanzen. Und gerade wenn du den 120 FPS-Modus aktivierst, ist die Grafik schlechter und dadurch siehst du natürlich auch die Gegner ein Stück weit schlechter. Ist übrigens hier auch der Fall, wenn ihr 120 FPS spielt, fühlt sich besser an. Die Registration und alles, die Hit Registration, die ist aktuell noch nicht ganz so geil, aber mit 120 FPS, wenn ihr die Möglichkeit habt, na klar, das Spiel ist ja nur für Next-Gen-Konsolen da und für PC. Stellt es auf 120 FPS und dadurch fühlt sich das alles smoother an. Ihr habt zwar schlechtere Grafik gerade auf den Konsolen, aber wen interessiert es? Du willst performen in dem Spiel und keine schöne Grafik haben. Klar, beides zusammen wäre viel, viel geiler, aber das ist auch noch ein Punkt, den ich euch raten würde, vielleicht einfach einzustellen. So, wie gesagt, gebt mir mal ein Feedback. Hat es bei euch funktioniert? War es gut? War es schlecht? War es nicht so geil? Keine Ahnung. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Für mehr XDefiant Stuff, bleibt am Start. Daumen da lassen, Abo da lassen, Kommentar und so weiter und so fort. Das war's von mir. Bleibt gesund. Ich wünsche euch noch was. Haut rein. Ciao.